Innerhalb von nur 24 Stunden, nachdem Moyz gesigned wird bei Böser Sound, bricht er ab und will lieber alleine seine Hits produzieren. Inzwischen erobert er die iTunes-Charts und feuert hart gegen Shirin und auch Farid Bang. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rapcheck, weil alle Kanäle von Moyz oder wie er jetzt lieber genannt werden möchte, Zeus gesperrt wurden, will er jeden mit seiner Musik zerstören. Angeblich fürchten sich die Rapper genau davor, denn er sei talentiert und ein begnadeter Künstler. Laut seiner eigenen Aussage, dass er selbst Musik macht und gegen jeden feuert, ist ein Albtraum für andere Rapper. Nun legt er los auf iTunes, da er auf Spotify gesperrt wurde und erreicht mit 3 Songs bereits Platz 1, 7 und 15. Und er ist somit 2-mal in den Top 10 vertreten. Als er diesen Erfolg bemerkt, möchte er nicht mehr bei Bösemann unterschreiben, obwohl der albanische Rapper ihn bereits willkommen hieß in seinem Label. Die feine englische Art ist das auf jeden Fall nicht von dem YouTube-Rapper. Immerhin wollte Bösemann ihn aufnehmen und mit ihm zusammenarbeiten. So eine Abfuhr im Internet zu erfahren, ist dann doch ziemlich hart. Eine Reaktion von Bösemann gibt es aktuell auf diese Absage nicht.